Willkommen zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir waren hier stehen geblieben und wollten gerade etwas über die Dame herausfinden, die sich hier in der Ausgrabungsstelle befindet. Sorry, Lydia. Was war das? Ihr seid ziemlich lächerlich, Leute. Ich hoffe, das ist euch klar. Oh, ich habe mich ganz übersehen. Ja, Gott sei Dank habe ich das noch nachgeholt, dich mit einem Schlag zu töten. Ja, die Gegner sind keine wirklich ernstzunehmende Bedrohung mehr. Schon beinahe würdig, den Schwierigkeitsgrad noch einmal anzuziehen. Allerdings habe ich dann meine etwas schlimmen Befürchtungen, was stärkere Gegner angeht. Denn mit denen haben wir ja noch immer große Probleme. Hier war ja auf jeden Fall etwas Mystisches zugange, wenn ihr euch an das letzte Video erinnert. Wir haben ja das Tagebuch gelesen. Ihr habt es gestern gehört. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran. Und jetzt geht's ja dann hier weiter. Hoffentlich ohne irgendwelche Gruselmomente. Das. Was war? Ich wäre gerade nicht so das, was ich mir wünschen würde. So, wir haben gerade wieder Mist aufgesammelt, nämlich diesen blöden Bogen. Ah ja, jetzt kommen wir da runter. Okay, die haben also den Weg zur Ausgrabungsstelle selber immer sicher versperrt. Ich Ja, wo dachte, kommst ich du hätte denn etwas her? gehört. Mit einem Schlag? Ist das wirklich euer Ernst? Der war es eigentlich nicht mal wert, den Schrei zu benutzen. Nein, er ist wieder fest. Mann, manchmal rutschen die weg und dann kann man die nicht mehr ausbeuten. Lydia? Wir warten mal eine Stunde. Lydia, perfekt. Funktioniert auf jeden Fall. Was war das? Hier drüben. Genug, genug. Ich Ja, jetzt wird ja die Farbwahl auch ein bisschen gruseliger. Aua. Ja, doofe Minen, ganz genau, da hast du deine doofe Minen. Eine Silbererzader, ja, da hätte ich mich auch drüber zu schaffen gemacht, lieber Bandit. Hey, warum hat das denn da vorne nicht funktioniert, wenn ich mal fragen darf? Ist ja sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Frosthauchtiefen. Aha, jetzt kommen wir der Sache also auf die Spuren. Ein mächtiger Angriff gegen blockende Gegner durchbricht zwar deren. Kür. Endlich ist jemand hier. Ich. Die Katze Najir hat mich überfallen. Er will sich sein Schwert zurückholen. Ich kann nicht. Oh Mann. Die bleiche Fürstin. Naja.
Die bleiche Klinge. Naja. Sieht auf jeden Fall verdammt schick aus. Die Bezeichnung ein Wald, der in die Tiefe gefallen ist, trifft es ja wirklich verdammt gut. Erinnert mich ein bisschen an das... Ein Wort der Macht? Tatsächlich, das ist ja Wahnsinn. Das nehme ich gerne mit. Fleisch, Eisform. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Alles klar. Jo, so kann es gehen. Ich bin zufrieden. Wir haben einen neuen Stufenaufstieg. Sehr schön. Wir gehen auf Magiker, Meister, Stufe 50. Ja, schön. Ich hoffe aber, dass ich jetzt weiterhin meine Fähigkeiten verbessern kann. Ansonsten wäre es ziemlich ärgerlich. Bogen zweihändig. Führst du einen zweimal mächtigen Seitenangriff aus? Rundumschlag. Ich glaube, das ist das hier, oder? Nee, Moment, so. Ah ja, da war er. Dann muss ich seitlich laufen und dann... Ah ja. Das Reinfallen war nicht geplant. Naja, also die bleiche Fürstin war ja jetzt für uns eine relativ schwache Gegnerin. Aber okay, freut mich, dann können wir... Jetzt habe ich vergessen, was ich aufnehmen wollte. Bis 10 vor. Ja, jetzt habe ich aber... Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, Leute. Er ist auf jeden Fall abgeschlossen, das ist sehr schön. Wir wollen jetzt hier hingehen zur Trübhöhlengruft für unsere Dawnguard-Storyline. Ich hoffe, ihr seht das jetzt oben schon. Ja, natürlich seht ihr das oben. Der Videotitel. Ich habe jetzt einfach Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard. Dahinter dann die Videoanzahl. Und dann halt einen Titel. Ich wusste nicht, wie ich das sonst machen soll. Ich wollte halt auf jeden Fall erkenntlich machen, dass ich jetzt Dawnguard spiele und nicht das Hauptspiel. Und wie sollte ich das erkenntlich machen, außer Dawnguard halt da oben hinzuschreiben? Die Zahl ist trotzdem weiterhin, nur für euch kurz zum Verständnis, die Zahl läuft weiter mit dem Hauptspiel. Also ich fange nicht eine neue Playlist an, wie ich das, glaube ich, damals bei Dragonborn gemacht habe. Ich zähle weiter. Also die Zahl bleibt konstant, Skyrim konstant, aber jetzt wird man hier nicht hochkommen. Man kommt hier nicht hoch. Die Zahl bleibt konstant, die läuft weiter durch die Addons durch. Allerdings ändere ich dann kurz den Titel und tippe in den Titel halt Dawnguard oder Dragonborn hinterher. Damit ihr jetzt wisst, wie das läuft mit dem mit der Videobezeichnung. So, wir haben hier eine Mine, das ist schön, aber ich will gerne... Jalmarsch. Felsbruchmine. Ah ja, ich möchte aber gerne... Spottet der hier gerade? Moment, was ist das denn für ein Berg? Man kommt hier so wirklich nicht hoch. Das sieht mir aus, als würde man hier hochkommen. Ich möchte jetzt nur ungern hinten über die ganze Ebene laufen müssen. Komm schon, Drachenblut, du kannst ja wohl da hochlaufen.
Mann, das ist wirklich hier. Ja, dann müssen wir von hinten dahin. Das finde ich ziemlich blöd. Na, während du fällst, so. Das finde ich echt blöd, weil wir jetzt da einen extremen Umweg gehen müssen. Wir können von hier aus laufen. Das ist echt blöd. Tut mir leid, ich dachte echt, man würde da hochkommen, aber wir müssen wohl über die Ebene dahin laufen. Habe ich nicht mit gerechnet. Mist, habe ich jetzt ein bisschen Zeit verschwendet, aber was macht das schon? So, hallo Riesen, hallo Mammuts, wir müssen dahin. So, jetzt lasst mich mal gucken. Wir müssen links hoch. Wir müssen da drauf. Hier auf diese Ebene drauf. Das ist ganz wichtig. Sonst haben wir leider doch wieder nichts gewonnen. So. Hier haben wir auch wieder irgendwo ein Mammutlager, beziehungsweise ein Riesenlager. So, auf der Ebene bin ich jetzt, oder? So gut wie. Alles klar. Ja gut, dann muss man hier hinten einen Bogen rummachen. Kann auch sein, dass irgendwo jetzt ein Trampelpfad hochführt, aber jetzt auf gut Glück da einmal um den Berg rumlaufen, möchte ich auch nur sehr, sehr ungern. Es gibt aktuell übrigens noch zwei Questreihen, die wir machen müssen, auf jeden Fall. Zwei richtig lange Questreihen. Die Hauptstoryline, ja, da ist noch so einiges, was wir machen müssen. Keine Sorge, Leute. Das Let's Play-Projekt wird noch so seine Zeit dauern. Ha, hallo. Kriege ich den Wegpunkt vielleicht? Ich meine, wenn wir jetzt warten, bis Lydia hier ist, können wir die noch töten, theoretisch. Lydia? Ah ja. Ihr könnt mal probieren, einen Riesen töten. Das dürfte nicht zu lange dauern, wenn da oben nicht 30.000 andere auch noch runterkommen. Abgeschworenen Pfeile, die sehen ja furchtbar aus an der Spitze. Ja. Also selbst mit dem Bogen sind Riesen gar kein Problem mehr. Krieg ich den Wegpunkt bitte? Bitte, 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 bitte. Ist hier nur noch einer? Dass die auf den Eis, auf Eisform reagieren, damit habe ich nicht gerechnet. Alles klar. Wir haben dann hier natürlich ihre Wehrtruhen, das kennen wir ja schon. Und hier hinten war auch noch eine. Hier. Alles klar. So, gut. Haben wir mal eben Riesenlager zwischendurch ausgelöscht. Schadet sich sicherlich auch nicht, so etwas mal zu machen. Wir haben wieder zwei Seelensteine gefüllt. Hoffentlich mit mächtigen Seelen. Ich hoffe es einfach mal. Und guck jetzt, dass wir weiter gen Norden kommen. Also der Weg zu der Höhle ist ja mal richtig blöd. Gefällt mir gar nicht, wie die das gemacht haben. Weil da halt kein richtiger Pfad hinführt, sondern man wirklich hier so querfällt ein. Und dann finde ich, wie gesagt, Clipping und das Klettern, sage ich mal, in dem Spiel, in Skyrim, finde ich sowieso nicht so gelungen, wie es in Fallout 3 der Fall war. In Fallout 3 konnte man so toll klettern und springen. Und hier hängt man schon an solchen Kanten. Seht ihr das? Das ist blöd. Man fühlt sich sehr eingeschränkt, lass es mich so formulieren. Ist relativ schade.
Hätte mir mehr Freude gemacht, wenn man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit im Sinne von Springen und sowas hätte. Aber das ist mir vergönnt oder uns vergönnt oder wem auch immer vergönnt. Ich bin mir nicht sicher, ob hier links gleich der Schrein ist, der ich denke, der es ist. Es ist der Schrein, von dem ich dachte, der es ist. Ein Schrein, der zu einer weiteren Dedra-Quest gehört. Von Amelon Findling. Ein Eistroll. Ja, hier oben haben wir den Schrein von einem weiteren Dedra-Fürsten. Dieser Schrein wird dann später interessant, wenn wir die Dedra-Quest an einem anderen Ort annehmen werden. Wir entdecken ihn aber schon mal. Schrein von Merunes Dagon. Merunes Dagon ist derjenige, der schuld war an der Oblivion-Krise. In The Elder Scrolls 5 Oblivion werden wir nochmal ein bisschen näher auf die Oblivion- oder Oblivion-Krise eingehen. Ist auf jeden Fall ein böser Kerl, der uns in diesem Spiel viel Stress machen wird. Hier... einfach nur ein Dedra-Questgeber. Ach Leute, stelle ich mich an. Das sind einfach nur ein paar Banditen. Da kann ich nur noch wirklich in den Nahkampf rangehen. Der Schrein sieht schon cool aus. Wie gesagt, in Oblivion werden wir den Kerl näher kennenlernen. Der Fürstenstein. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf. Alles klar. Meine Güte. Wir machen echt gut Schaden mittlerweile. Können wir echt mit zufrieden sein, na Lydia? Goldmünzen. Der Fürstenstein. Wer unter Zeichen des Fürsten steht, ist resistent gegen Magieschaden und physischen Schaden. Du kannst nur den Segen an... ja, kennen wir schon. Nee, danke. Aber schön, dass wir den gefunden haben. Also mein Ziel ist es, auf jeden Fall alle Dedra-Quests abzuschließen, alle Questreihen abzuschließen, beide Add-ons abzuschließen, natürlich die Hauptstory. Und prinzipiell, Max-Level ist vielleicht ein bisschen übertrieben schon. Wie, ist das doch nicht hier oben drauf? Ja, nun verstehe ich wirklich nur noch Bahnhof. Wo soll denn diese Höhle bitte sein? Wie ihr seht, hätte da tatsächlich ein Weg hochgeführt. Ich kann mir nicht vorstellen, wo der anfängt, wo der endet. Daher ist schon gut, dass wir ihn jetzt mehr oder weniger von